Liebe Freunde der paradoxen Strategie, mir ist was aufgefallen, was mir hätte früher auffallen sollen. Und zwar diese gelbe Null bei St. Petersburg, die hat eine Bedeutung. Und zwar, ihr seht es hier, die angreifende Streitmacht ist zu klein, um signifikanten Schaden anzurichten. Die Angreifer brauchen verglichen mit den effektiven Verteidigern die doppelte Mannstärke. Ja, also diese Armee ist viel zu klein, um St. Petersburg irgendwas anzutun. Deshalb steht sie da auch da völlig sinnlos rum und nimmt sogar Schaden den ganzen Winter lang. Also das ist sehr, sehr ärgerlich gelaufen. Deswegen führe ich sie auch jetzt dort weg in die Nachbarprovinz, wo sie zumindest schon frühlingshaftes Wetter hat und keine Verluste erleiden muss. Ja, man lernt nie aus. So, und hier sehe ich, dass noch ein russisches Transportschiff hier in Mohn liegt. Und das werde ich da mal vertreiben. Ich hoffe, uns gelingt das noch rechtzeitig, bevor die schwedische Flotte da ankommt. Will ich dieses Schiffchen mal empfangen. So, Blücher ist hier auch wunderbar in Sicherheit. Er zieht sich auch in die Festung zurück, wenn Feindkontakt da ist. Das ist alles soweit gut. Und ja, jetzt warten wir mal ab. Narva, Kronstadt werden demnächst fallen. Die anderen Armeen haben alle noch Verluste, obwohl jetzt schon der Frühling Einzug gehalten hat. So. Jetzt sind wir gleich in Mohn. Jetzt müsste eigentlich die russische Flotte auslaufen. Wieso läuft sie nicht aus? Das finde ich komisch. Normalerweise dürfte die ja gar nicht liegen bleiben. Merkwürdig, merkwürdig. So, ich will es aber jetzt noch nicht riskieren, mit den Schweden hier in Kontakt zu kommen. Deswegen ziehen wir uns auch erstmal hier in diesen Hafen zurück mit den zwei Schiffen. Und warten dann mal einfach weiter ab. So, diese Kavallerie gehörte zu dieser Armee. Die schicke ich dann da auch nochmal zurück. Okay. Habt ihr denn hier immer noch Verlustquoten? 0,1%. Wow. Ist das hier irgendwo ein bisschen besser? Nee. Na gut, Kronstadt wird hoffentlich dann bald fallen und dann sieht es ein bisschen anders aus. Dann müssen wir uns sowieso irgendwie vereinigen, um St. Petersburg zu belagern. So, sind die Schweden, die fahren jetzt wieder zurück oder wo sind die jetzt hin? Die schwedische Flotte ist unsichtbar geworden. Ach, jetzt ist das Transportschiff draußen. Na, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Gut, dann werden wir es mal schnell erledigen. Mal gucken, ob die Schweden jetzt trotzdem auftauchen. Da ist es. Aber meine Flottenmoral ist echt schlecht. Es kommt, weil ich keine Seefahrernation bin. So, Frankreich Frieden mit Portugal. Und Portugal gibt sogar was ab. Okay. Das schauen wir uns doch glatt mal an. Ah ja, hier gibt es jetzt auch eine französische Exklave. Damit hat Großbritannien einen weiteren Verbündeten verloren. So, aber wir bleiben mal hier bei der gloriosen Seeschlacht. Oh, sehr schön. Es gibt hier sogar schon mal eine Eigenschaft für unseren Admiral. Achso, der hat schon einige Eigenschaften, habe ich gar nicht mitbekommen. Leichtschiffangriff. Plus 10% Großschiffangriff, minus 5%, das ist natürlich blöde. Aber egal. Und dieses russische Transportschiff kann etwa noch fliehen? Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Na gut, ziehen wir uns dann mal hierhin zurück. Dann haben wir jetzt 12 Kampfschiffe vereint. Weitere werden ja noch gebaut und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht doch irgendwie gegen diese Schweden bestehen können. So. Ah, zumindest kann jetzt diese kleine Einheit
müsste eigentlich jetzt hier... Ne, wir bleiben nochmal im Hafen. Aber die müsste jetzt eigentlich hier locker dahin marschieren können. Das werden wir gleich mal probieren. So, Nava, jetzt öffne uns die Tore genau auf den Befehl. Das ist sehr schön. Okay, und jetzt ist die Frage, wie werden wir denn hier versorgt? Gut werden wir hier versorgt. Ich glaube, ich bleibe mit der Armee in Narva stehen. Weil, wenn es hier in Kronstadt zum Kampf kommt, dann kann ich eigentlich mit denen helfen. Oder ich marschiere hier hin. Ne, da werde ich nicht versorgt. Ne, dann bleibe ich mit ihnen hier stehen. Jetzt wollen wir doch mal auch ein bisschen stärker werden. Als nächstes wird es in Kronstadt wirklich zu einer ganz heftigen Auseinandersetzung kommen. Wie gesagt, hier gegen 22.000 Mann. Aber da stehen eigentlich diese Leute hier gut bereit. Naja, oder ich führe natürlich die Armee jetzt zusammen mit der nach St. Petersburg und beginne dort die Belagerung. Das wäre auch eine Variante. Dann habe ich eigentlich genug Männer. Aber das Problem ist, ich muss einfach diesen Kampf hier abwarten gegen The Tolly. Vorher bringt das alles nichts. Die Truppen fehlen mir dann, weil mit 31.000 ist mir das einfach zu knapp, diese ganze Aktion. Es hilft nichts. So, wir belagern insofern tatsächlich Ahrensburg. Diese hübsche Insel. Und da sind die 10, also 7 Linienschiffe, ein leichtes Schiff. Und was haben wir hier zur Verfügung? Sehe ich das auch irgendwie auf einen Blick? Ja, 10 Linienschiffe und 2 leichte Schiffe. Und leider, leider, leider ist bloß meine Flottentechnologie so schlecht. Aber ich denke, wenn, wann dann, was passiert denn hier eigentlich? Hier kommt 3600 Mann Kanonenfutter an. Und hier 2400. Sind das Garnisonstruppen? Nee, sind es nicht. Na sowas. Da teilen wir doch mal glatt. Halt, nee, in 2 Teile. Wollen wir das machen? Genau, hier. Und den einen Teil schicken wir dorthin und den anderen dorthin. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir diese frechen Schweden nicht doch ein bisschen behaken können. Gut, und hier mit den 12 Schiffen wagen wir jetzt einfach mal den Angriff gegen die schwedischen. Sind wir doch mal gespannt, ob wir da nicht doch was reißen können. Sie kommen jetzt auch schon, sehr schön. Und ich werde jetzt hier mit dieser schönen, neu gebauten Flotte mal hinterherfahren. Da können wir... Ach nee, ich dachte schon, es handelt sich gerade um einen ungewollten Angriff hier auf diese kleine Flotte. So, es wird hier zur Schlacht kommen, wahrscheinlich hier in dieser Bucht. Ventspils Bucht, genau. Und dann fahren wir mal mit diesem einen Schiffchen da auch hin. Und dann haben wir noch ein Linienschiff mehr und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht doch was reißen können. So, aber jetzt hier erstmal gegen die Schweden, gegen einige wenige Schweden. Die können sogar fliehen, das ist ja unerhört. Und zwar, wo fliehen sie hin? Nach Växjö. Nach Süden fliehen die. Na gut, dann empfangen wir sie dort und mit denen ziehen wir dorthin. Wo die wahrscheinlich dann auch fliehen werden. Ich sehe übrigens gerade, dass hier russische Einheiten versuchen abzuhauen. Wie geht denn bitte das? Wie geht denn bitte das? Das ist ja echt ganz schlecht, was hier gerade passiert. Wieso werden die dann nicht angegriffen? So, da muss ich aber jetzt dringend was tun.
Nicht. Jetzt sind nur noch 2500 Mann da. Das ist jetzt eine ganz blöde Situation. Normalerweise können die doch nicht hier aus meiner Belagerung einfach entschwinden. Das geht doch gar nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn die abhauen, dann bekommen die sofort Verstärkung und werden immer stärker. Das ist echt ein Riesenproblem. Insofern muss ich sie irgendwie aufhalten. Aber ich verstehe nicht, wie die da überhaupt verschwinden können. So, jetzt kann ich mir leider die hübsche Schlacht mit den Schweden nicht anschauen, weil ich hier meine absolute Aufmerksamkeit auf dieses Problem hier legen muss. Hallo, bitte, was macht ihr da? 29. April, dann sind die in... Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Nee, es kommt tatsächlich zum Angriff in Kronstadt. Oh, und jetzt ist es aber dringend nötig, dass wir hier aber ganz schnell mit unseren Hilfstruppen da sind. Und hier auch. Um diesen Angriff der 10. Armee irgendwie abwehren zu können. Oh, und wir würfeln mal gerade wieder ganz schlecht. Also sie versuchen auszubrechen aus Kronstadt, aber Gott sei Dank haben wir unsere Truppen in der Nähe stehen gehabt. Und ja, es geht auch schon ganz gut los. 2. Mai in 3 Tagen kommt auch schon Verstärkung. Und die Russen haben auch ein Problem, sie haben Vorratsmangel. Ja, nee, dann ist alles gut. Dann wird das doch was, hoffe ich. Jawohl, sehr schön. Gut, ihn... Ist es also nicht gelungen? Aber wieso fliehen sie denn? Die können doch hier nicht erfolgreich fliehen. Das verstehe ich nicht. Die können doch nicht aus meiner Belagerung hier entschwinden. Na gut, dann wollen wir hoffen, dass die 19.000 damit umgehen können. Mit den fliehenden Truppen. So. Kommen die jetzt echt da an? In Iwangorod? Die können doch nicht wirklich aus meiner Belagerung fliehen. Ich kann das irgendwie gar nicht fassen. So, jetzt gucken wir aber hier doch nochmal, was die Schlacht... Oh Gott, unsere Moral ist ja erbärmlich. Wir sind technisch nicht schlecht. Wir haben hier offenbar den Russen schon ein Schiff... den Schweden, meine ich. Ein Schiff... abgenommen, aber unsere Flottenmoral ist einfach erbärmlich. Ja, das ist eine Niederlage. Eine Niederlage und wir haben sogar... Ne, wir haben ein Schiff verloren. Hm? Ein Großschiff. Oder erobert. Die anderen haben eins erobert. Das ist ja ärgerlich. Oder haben wir eins erobert? Das verstehe ich nicht. Ne, wir haben eins weniger, das ist schon mal sicher. Okay, liebe Freunde, so. Was passiert hier? Tatsächlich, sie konnten fliehen. Also wie ihnen sowas gelingt, ist mir echt ein riesiges Rätsel. Sie konnten fliehen, sind jetzt sogar ziemlich kampfstark, haben nicht mehr diesen Versorgungsmalus. Und wann kommen die zur Hilfe hier? Die Verstärkung am 5. Mai, in 3 Tagen. So lange müsst ihr ausharren. Lieber von Bülow. Das ist jetzt schon entscheidend, was ihr macht. Oh ja, es sieht einigermaßen gut aus. Und auch diese Schlacht ist gewonnen. Und jetzt müssen wir aber die Verfolgung aufnehmen. Ohne Ende. Narva ist jetzt ihr Ziel. So, eine Kronstadt. Wiederum sind jetzt sehr, sehr wenig Verteidiger noch übrig geblieben. Das ist zumindest gut. So, 5. Mai, 6. Mai. Sie fliehen weiter nach Jachvi. Tja,
Was machen wir nun? Verfolgen wir sie mit welcher Armee? Verfolgen wir sie jetzt eigentlich mit beiden Armeen? Wir müssen sie vernichten, deswegen brauchen wir jetzt irgendwie beide Armeen. So, eigentlich müsste ich sie jetzt schon, genau, es kommt schon zur Schlacht, sehr schön. Mal gucken, ob wir jetzt hier die deutlicher... Oh, ja, jetzt sind wir mit zwei Armeen da und jetzt können wir sie sehr viel deutlicher schwächen als noch vorher. Sehr schön. 13.000 russische Soldaten sind hin. Und jetzt ist die Frage, was ist denn da jetzt noch übrig? Da ist nicht mehr viel übrig. Gibt es eine Armee von uns, die schneller ist? Ne, die sind beide etwa gleich schnell. Insofern nehmen wir die westpreußische Armee, genau, zur weiteren Verfolgung. Und die ostpreußische Brigade bringen wir mal zurück. Hierher, um dann später die Belagerung von St. Petersburg zu unterstützen. So machen wir das. So, hier ist unsere erneut extrem angeschlagene und besiegte Flotte. Da kann man echt nichts machen, wenn man technologisch so weit unterlegen ist. So, jetzt aber hier bei der Befolgung. Verfolgung müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Ach, die sind in die andere Richtung geflohen. Na, sowas. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. 14. Mai. 14. Mai. Wir sind aber gleichzeitig da. Das ist gut. Und ihr könnt eigentlich. Werdet ihr versorgt hier? Ja, dann bleibt mal hier bitte stehen. Oder wir beschäftigen uns mal mit der Belagerung von diesen nördlichen. Ach nee, da haben wir ja noch keine Versorgungslinie. Das ist auch nicht gut. Nee, St. Petersburg muss erstmal angegangen werden. Und vor allem diese fliehende russische Armee. So, was passiert hier? Jon Schöpping. Ach ja, hier haben wir auch nicht mehr auch richtig aufgepasst. Aber das ist alles nicht so dramatisch. Hier wollten wir nur die schwedischen Einheiten irgendwie erledigen. Muss ich aber auch mal wieder hingucken. Sonst wird das nichts. Aber vor allem das hier ist eine riesige Gefahr. So. Jetzt fliehen sie weiter, immer noch weiter. Nach Kolpino. Und wir müssen natürlich hinterher und sind wann? 17.17. sogar. Gleichzeitig da. Das ist gut. So, der haut ab. Aber ich bin vorher da, prima. Und die große schwedische Armee lässt sich zum Glück nicht blicken. Genau, da kommt es zu einer kleinen Schlacht und damit sind sie besiegt und die ziehen nach Halmstad und vielleicht können wir ihnen dort sinnvoll begegnen. So, jetzt könnte echt mal Kronstadt fallen, dann hätten wir nämlich eine wichtige Sache noch hinter uns. 47%. Uiuiuiui, sie fliehen jetzt wohin? Natürlich nach St. Petersburg. Da darf ich sie aber nicht rauslassen, insofern muss ich da einfach jetzt hin. Auch wenn die Armee nicht besonders beeindruckend stark ist, aber da muss ich hin, um zu verhindern, dass sie weiter dort Ersatz bekommen. Was ist das hier bitte? Eine russische Flotte mit 4 Linienschiffen und 6 Transporten. Okay. Gibt es auch noch, offenbar. So, und hier 18. Mai, Halmstad und wir sind am 20. Das dürfte auch klappen. Jawohl. Genau. Die werden wir dann auch erledigen, die Schweden. Jawohl. Und wir belagern jetzt St. Petersburg. Das ist auch gut. Und hier warten wir dann erstmal ab, was hier passiert. Ich hoffe, wir können sie vernichten. Jawohl. Völlig vernichtet.
Blücher hat noch den Zuchtmeister bekommen. Okay, liebe Freunde. So, St. Petersburg. Ach nein, sie sind... Och, verdammt. Sie sind nach... Sie fliehen nach Viborg. Ich muss da hinterher, Leute. Ich muss da hinterher. Ah, das hätte ich... Da hätte ich besser aufpassen müssen. Jetzt habe ich Zeit verloren. Na gut. Offenbar nur... Nee, 24. Sie sind am 23. schon in Viborg. Ich bin am 27. in Viborg. Ah, hier muss man höllisch aufpassen, wirklich. Also, naja, gut, noch hat sie niedrige Moral, noch wird sie nicht ersetzt mit diesem Ausrufezeichen. Aber dann, irgendwann wird sie ersetzt und dann wächst die so schnell an, da könnt ihr gar nicht gucken. Die hat innerhalb von 10 Tagen hat die eine riesige Stärke erreicht, diese Armee. Und da muss man echt höllisch aufpassen. Ja, liebe Freunde, kleinteilig geht es voran. Mai 1819 ist es. Mal sehen, ob dieser elende Krieg noch bis zum Ende des Spiels, bis zum Dezember 1820 anhalten wird. Ich bin sehr gespannt. Wir haben immerhin schon 62% Kriegspunkte, Kriegsstand, aber das, glaube ich, veranlasst die Russen in keinster Weise hier in einen Frieden einzustimmen. Ich kann ja mal spaßenshalber Tribut fordern. Und man sieht es, Angebot wird nicht angenommen. Ja, okay. Mal sehen, ob wir das nächste Mal irgendwie weiter vorankommen. Wichtig wird auf jeden Fall sein St. Petersburg. Also ohne St. Petersburg läuft hier gar nichts. Aber irgendwie sind wir einfach noch nicht so weit. Wir hatten ja eine leider zu kleine Armee ausgesandt für diese Belagerung. Ja, also liebe Freunde, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.